So, Leute, wir sind wieder zurück bei Legend of Zelda. Zelda, und warum habe ich den Controller in der Hand? Moment, Tastatur, so. Ah, okay. Und wir gehen nochmal... Ich habe genau da gespeichert, wo ich getroffen wurde. Okay, und ich gehe nochmal zurück in den Dungeon. Um das mysteriöse Item Nummer 2 zu holen. Und mir wurde ein Tipp gegeben. Und diesmal war es Zaryn. Zaryn. Mann, wieso kann ich deinen Namen nicht? Sag mir bitte, ob man ihn so richtig ausspricht. Du weißt, dass ich dich meine. Hoffe ich. Boah, leck. Jedenfalls hat er gesagt, wo ich hin muss. Oh, das Item, was ich suche, versteckt ist. Und what the? Why? Why? Bom. Puschka. Okay. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal holen. Was auch immer da auf mich. Aua, fuck, wartet. So, oh. Nein, 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 nein. KI-Fässer gewonnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, gut, gut, so. Das müsste da oben sein. Deswegen gehe ich da mal hin. Um einfach zu gucken. So, und ich hoffe, dass diese Aufnahme hier funktioniert, denn ich habe andauernd, wirklich, es ist anstrengend und nervig. Habe ich irgendwelche verdammten Probleme mit meinen Aufnahmetechniken? Ich habe jetzt wieder eine neue Aufnahmetechnik, die ich hier einfach mal ausprobiere und hoffe wirklich einfach nur, dass das so funktioniert. Mann. So, weil das Bearbeiten der Videos dauert teilweise eine Stunde und das zerrt echt an der Motivation. Aber ich mache trotzdem weiter, denn wir sind fast am Ziel, so wie ich das richtig gemerkt habe. Deswegen kann ich auch hier nicht direkt mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, beenden dieses Spiels, genau. Nachdem ich es, wenn ich Zelda beendet habe, werde ich immer zwei Projekte gleichzeitig spielen. Das heißt, nicht immer nur eins, wie es vorher war, nein. Zwei Spiele gleichzeitig, die dann im Wechsel hochgeladen werden sind. So, jetzt möchte ich euch fragen, wie ihr das wollt. Also, wie es euch lieber wäre. Wäre es euch lieber, wenn ich jeden Tag eine Episode von jedem Spiel hochlade, also 10 Minuten, oder wenn ich zwei Episoden von einem Spiel hochlade, aber dann dafür immer im Wechsel. Zum Beispiel jetzt Samstag, oder nee, whatever, also nehmen wir mal zum Beispiel Montag Mischief Makers, ja, ich werde Mischief Makers spielen, zwei Folgen, und Dienstag dann zwei Folgen Mystic Quest Legend, ja, das werde ich ebenfalls spielen, und dann wieder so weiter, oder wollt ihr Montag eine Folge Mischief Makers und eine Folge Mystic Quest und immer so weiter? Das wäre mal ganz interessant zu wissen, denn mir ist es eigentlich egal. Deswegen, wie wäre es euch leer? Verdammte Kacke, lieber. Moment, bin ich hier nicht schon richtig? Ach, verdammt, hier bin ich ja schon richtig. Nein, geh weg! Okay, ich muss da hoch. So, da muss der Gang sein. Yes, 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 okay. hallo, mein Engel. Puff! So, jetzt habe ich auch meine Karte. Okay. Dann, also, sagt mir einfach, was euch lieber wäre, und dann schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Ah, fuck. Ah, okay. Wow. Hier sind viele, viele Glitzersteine. So, und dann habe ich noch was zu sagen. Allerdings habe ich vergessen, was es war. ach, genau. Ein neues Let's Play Together wird angekündigt. Scheiße. Und zwar mit Nicola Spallina. Ja. Wir werden spielen. Asterix und Obelix für das Super Nintendo. Für das SNES. Und Moment, da war links ein Gang, aber ich habe nichts gesehen an Gang. Ja, das werden wir wahrscheinlich heute aufnehmen. Jedenfalls werden wir es versuchen mit meiner neuen Aufnahmetechnik direkt mal mit, um zu schauen, ob der Scheiß funktioniert. Und ich hoffe, dass der Scheiß funktioniert, weil mir das hier mit meinen momentanen Techniken mehr als auf den Geist geht. Okay, da ist eine Bombe, das heißt, irgendwo kann ich was wegspringen. Und jetzt wahrscheinlich hier links, denn da ist was auf der Karte eingezeichnet. Aber ich gehe jetzt erstmal hier nach rechts. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und da geht's runter, okay. What the heck? Aber nein, 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 nein. Ich will erstmal da links in den Raum. Da geht's auf jeden Fall lang. Dann gehe ich da rechts lang. Weil der Raum ist so garantiert nicht umsonst da. Boom. Wusste ich's. Okay. So, so. Und da unten ist eine Tür. What the heck? Da ist ein Raum. Okay. Pfeile, Häschen. Ach, Häschen sind anfällig gegen Pfeile. Rubine einsammeln und das einsammeln. So. Wow, wow, wow. Okay, das war's. Toll. Na egal, trotzdem. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Dam, 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 dam. Lam. Ach ja, ein schönes Spiel.
so, aber jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich muss irgendwie, aua, irgendwie zum letzten Dungeon. Ich habe da ja so eine Vermutung, Mann, wo der sein könnte. Beziehungsweise, wo er sein müsste. Zwar der alte Mann, der hat gesagt, on the Death Mountain oder sowas, Spectral, bla. Das heißt, irgendwo auf dem Todesberg muss er sein. Und da ich jetzt auch weiß, was hier der Todesberg sein soll, könnte ich mir ungefähr was vorstellen, wo der sein könnte. Hoffe, ich muss nichts irgendwas wegschmeißen. Oh, yes, Fee. Okay, na, Moment. So. Und darunter, da ist das Item. Ein Löwenkopfschlüssel. Okay, finde ich gut. Geh weg, Fledermäuse. Geh weg, lauf ich da hoch. Schrapp. Da-da-da-dam. Und was ist das für einer? Was kannst du? Scheinbar haben wir jetzt alle Items da oben. Und die Musik ist auf einmal weg. Ah, okay. Gut. Moment, da steht ein A. Oh mein... Kannst ein... Oh nein, ein Universalschlüssel! Oh mein... Das ist genial. Wir haben sowas wie einen Universalschlüssel bekommen. Heftigst. Okay, das finde ich cool. So, und jetzt geht es. Auf und davon. Auf zu Feenquelle, sage ich jetzt erstmal. Was wollte ich noch? Ich bräuchte noch das größere Schild. Und ich bräuchte am besten noch einen roten Trank oder so. Oder einen blauen. Keine Ahnung, was besser ist. Welcher sehen am Preis ist wahrscheinlich. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo war hier nochmal gleich ein Händler. So laufe ich weg. Ich bin nicht mehr aufzuhalten. Ein Universalschlüssel. Oh Gott, Link. Die hat... He's got the power. Okay. Aber hier müsste irgendwo ein Händler sein. Bist du ein Händler? Aua. Hoffentlich kriege ich den für 90 Rubine, weil ich habe jetzt keinen Bock zu suchen. 160! Verzieh dich. Okay. Ja, ich krieg höchstwahrscheinlich jetzt, finde ich, direkt erstmal den teuersten. Ich gehe einfach mal ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links hinein. In die Zelda. Toll. Jetzt finde ich aus Versehen den zweiten Tempel. Mhm. Genau. Da war nur was drunter, was ich schon hatte, glaube ich. Da war auch nur ein Mann. Wo könnte das sein? Unten links war auf jeden Fall die Frau mit dem Trank, glaube ich jedenfalls. Den ich mir aufsparen werde. Denn der letzte Endboss soll wohl echt richtig schwer sein. Wie ich es gehört habe. Oh Gott, Fee. Ich gehe zwar eh schon noch zur Feenquelle, aber ist egal, Fee. Ja, der soll richtig schwer sein, wie ich gehört habe. 130? No, ist zu teuer. Too expensive! Hier soll irgendwo ein neuen... Nein, hier gibt Rubine, oder? Also, hier gibt Rubine und so. Ha, perfekt. 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 Na gut, ein bisschen. Fuschka. Aua. Cool, mein neuer Stab tötet mich auch selber. Nein! Ich hab das so gemacht, Stab. Ah, brennend. Burn, baby, burn! Magical Rod! Oh Mann, den werde ich so vermissen. Den Magical Rod! Sein. Wenn ich es nicht finde, dann werde ich auch nicht weiter danach suchen. Da kaufe ich mir einfach ein teures Schild. Und naja, hoffe einfach mal, dass ich gut genug bin, um auch ohne einen magischen Trank rauszukommen. Das werde ich noch bereuen, wahrscheinlich. Aber ist egal. Da ist auch noch was. Nee, Moment, das war der Anfang. Okay. Lalalala. Springer! Springteufel! Raschka! So. Dum, dum. Da hinten. War ich da auch schon drin? Das kam mir gerade nicht sehr bekannt vor, ehrlich gesagt. Da oben! Lalalala, verkauf mir was! Oh, 160! Mann! Warum so teuer? Da will ich denn wieder nur in so einem Rotzschleim? Spuckt er mich aus und war's dann. Ende. Ist Ende, so. What's there? Und Pfeile brauche ich ja auch noch. Das kostet ja auch Rubine. Genau. Nein, du bist die falsche Oma. Halleluja. Hab ich ein Glück. Nicht. Du da aber oben. Ich habe gleich keine Lust mehr. Dann gehe ich einfach zur Feenquelle und mache mich dann auf den Weg. Zum Todesberg. Okay. Ein roter Tank. 68. So ein genialer Preis. So.
Hält er mich wenigstens voll? Ich wette nur so 2 Herzen. Oder so ein Scheiß. Ich hab sowieso gar nicht genug Rubine für mein neues Schild. Mein neues altes Schild. Altes neues Schild, was ich schon hatte, aber verloren habe. Und ich habe auch erfahren, dass der Typ, der mir da irgendwie vor 100 was andrehen wollte... Dieser Baum sieht sehr verdächtig aus. Der was andrehen wollte im 7. Tempel, der hat eigentlich nur vorgehabt, mir... Okay, bringt nichts. Mir eine größere Bombentasche zu verkaufen. Der wollte mir gar keine Bomben einfach so verkaufen, was ich dachte. Was ich gestern auch dann irgendwann mal erfahren habe, aber das ist mir jetzt egal. Ich werde schon nicht so viele Bomben da brauchen, hoffe ich. Sage ich einfach mal, nehme ich an.